unverwechselbare Gospel-Show voller Groove. Herrschaften zugange sind, die also schon mal vorbereiten auf das, was da heute kommen wird, dass man also aus der gewohnten Umgebung kurzfristig mal raus muss. In der Einrichtung selber ist schon eine Menge los, da geht es zu wie ein Bienenschwarm. Im Eingangsbereich ist aktuell eine Gruppe von 6 bis 7 Rollstuhl- und Rollatorenfahrern zu sehen. Und wenn ich in deren Gesichter schaue, dann sehe ich schon so ein bisschen Angespanntheit, so ein bisschen das Gefühl, Mensch, was passiert da heute? Aber Gott sei Dank, es sind viele gute Geister um sie rum, die ihnen alles erklären, die ihnen mal auf die Schulter klopfen und sagen, wird schon, heute Nachmittag ist der Spuk vorbei. Und davon gehen wir hier ja auch alle aus. Also von großer Hektik ist hier wirklich nichts zu spüren. Eher professionelle Vorbereitungen, alles in guten Bahnen und alles wohl organisiert. Dankeschön, Marc Hertel. Die Evakuierung von Gebäuden im Umkreis von 250 Metern rund um den Bombenfundort in der Herderstraße soll bis heute Mittag 12 Uhr abgeschlossen sein. Erst danach wird die Bombe entschärft werden können. Infos über Sperrungen.